Liebe Freunde, hier ist euer Steinwall. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Herzlich willkommen zu Endless Space 2. Ja, es ist keine Überraschung, ich hatte es angekündigt, wir haben eine große Umfrage gemacht und ihr habt euch für die Fraktion der Rissgeborenen entschieden und damit werden wir auch gleich loslegen. Vorweg ein Hinweis, den ich gerne in der ersten Folge eines Let's Plays gebe. Falls ihr euch inspiriert führt, falls ihr Lust habt, dieses Spiel auch zu spielen, es euch kaufen wollt, dann empfehle ich meinen Keyshop-Partner Games Planet, ein deutsch-französischer Keyshop. Dort bekommt ihr Steam-Keys in der Regel so für 10-15% günstiger, manchmal bei Aktionen sogar deutlich mehr. Und wenn ihr den Link nutzt in der Videobeschreibung oder im ersten Kommentar, dann unterstützt ihr diesen Kanal, ermöglicht solche Let's Plays oder andere Videos hier. Ja, und dafür danke ich euch. Ihr könnt übrigens, wenn ihr diesen Link nutzt, von dort aus weiter surfen, auch andere Sachen kaufen oder die DLCs zu Endless Space 2 kaufen. Games Planet weiß, dass ihr von mir kommt und die Unterstützung funktioniert auch dann. So, wir starten. Ich will ein paar Hinweise geben, mit was für Inhalten wir hier spielen. Wir spielen einmal mit der Sprachmod Deutsch Version 1.3.3. Die könnt ihr ganz normal im Steam Workshop runterladen. Vielen Dank an die Macher dieser Mod. Und ich spiele natürlich mit den beiden DLCs, mit dem Walters und dem Supremacy DLC, welches kürzlich erschienen ist, und eine weitere Fraktion hinzufügt. So, wir beginnen ein neues Spiel. Die Rissgeborenen sind gesetzt. Ich habe noch ein bisschen an den Einstellungen verändert aufgrund eurer Hinweise. Ich habe die Galaxiegröße ein Tick größer gemacht auf riesig. Das ermöglicht uns, dass wir vernünftig mit 10 Spielteilnehmern spielen können. Und das heißt also mit allen anderen Fraktionen. Und die habe ich jetzt manuell hier mal eingepflegt. Ich habe auch noch einen Hinweis bekommen, es gibt auch hier die Möglichkeit, dass man hier einstellt, ob die einzigartig oder zufällig sind. Ich hatte nämlich ursprünglich alles auf zufällig und so weiter und so fort. Wenn man da die Einstellung richtig macht, dann wählt er das auch vernünftig aus. Aber mir ist dieser Button irgendwie nicht ganz klar. Einerseits ist es ein An-Aus-Schalter, andererseits irgendwie ein Links-Rechts-Schalter. Naja, ich habe es einfach jetzt händisch eingepflegt, sodass wirklich jede Fraktion einmal vertreten ist. Ja, und das ist ja dann auch egal, brauchen wir nicht zufällig machen. Es ist ja trotzdem noch spannend, wann wir wo auf wen treffen werden. Gibt es noch was zu sagen? Den Rest lasse ich so, wie ihr das hier seht. Und die Erweiterungen sind aktiviert. Ja, alles klar. Ich denke, dann können wir losstarten. Zu den Rissgeborenen haben wir schon ein bisschen was gesagt bei der Abstimmung. Wir werden sicher noch gerade am Anfang stärker noch auf die möglichen Strategien, auf die Stärken, Schwächen dieser besonderen Fraktion eingehen. Aber wir starten erstmal und ich lasse auch zur Einstimmung auf jeden Fall nochmal diesen schönen Einführungsfilm laufen. Ours was a pristine universe. We knew nothing of your endless, your dust. Until the rift ripped a path between our realities, injecting a blight that spread like poison. A cosmos of order and balance was shattered forever. Dying, corrupted, and consumed. We had no choice. We are outcasts in the chaos that is your universe, willing to do anything to save our own. This unlucky people. Okay, liebe Leute, wir sind Reisende durch Raum und Zeit. Dieses vom Pech verfolgte Volk ist hier, da ein Riss zwischen den Universen seine Existenz bedroht. Die Lage ist aufsichtslos. In ihrer Verzweiflung hat die Abendmahlgemeinschaft einen Vorstoßtrupp mit einem einzigen Ziel durch den Riss in diese furchterregende neue Galaxie entsandt, die Rettung der Rissgeborenen. Du führst diesen Trupp an. Und die Verantwortung für das Überleben deines Volkes lastet schwer auf deinen Schultern. Deine Entscheidungen bringen Rettung oder Verdammnis. Aber gehe mit Stärke und Hoffnung voran, denn Scheitern ist keine Option. Ja.
So sieht's aus. Also, ihr habt's mitbekommen, wir kommen aus einem anderen Universum, haben dort ein wunderbares Leben gehabt, ein Leben voller Reinheit, Klarheit, voller Gleichgewicht und Ruhe und Perfektion. Und dann kam plötzlich eine Krankheit, ein Riss, wir wissen nicht woher, und sie wird uns vielleicht vernichten, dieser Riss. Und wir sind ausgesandt worden, wir sind die Ersten in eine neue Galaxie hier hineingekommen, haben uns gewissermaßen materialisiert. Die Rissgeborenen haben die Gestalt von Robotern angenommen in diesem Universum, um hier agieren zu können. Wir sind also sozusagen vom Wesen her keine Roboter, sondern irgendwie Wesen anderer Art, höherer Art, wie auch immer. Und das Wichtige ist, wir können mit der vierten Dimension der Zeit umgehen. Das wird noch eine große Rolle spielen. Das ist der Hintergrund. Eine interessante Sache gleich vorweg, über die man sich mal unterhalten kann. Ich glaube, obwohl wir jetzt hier so wie Roboterwesen aussehen, gibt es bei den Rissgeborenen trotzdem Individuen. So verstehe ich das zumindest. Aber das ist vielleicht eine Frage, die wir dann später nochmal klären werden. Gut. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht vorlesen, weil das entspricht in etwa dem, was ich erzählt habe, was wir gesehen haben. Das ist also der Beginn, liebe Leute. So. Und wir haben gleich einen Helden bekommen, der sich uns angeschlossen hat. Der hat den Namen E. Mit dem müssen wir gleich was anfangen. Das machen wir. Und wir haben in unserem System eine Luxusressource versteckt. Verlorene Städte. Nicht Endless-Artefakte. Diese Ruinen uralter Zivilisationen sind eine Schatzkiste voller Informationen über andere Zivilisationen als die Endless. Oftmals sind sie seltsam und unverständlich. Für die Wissenschaft und den Tourismus sind sie jedoch von Wert. Okay. Wenn wir das System verbessern... pro Systementwicklungsstufe bekommen wir 2 Zustimmung durch diese Ressource. Alles klar. Interessant. Die haben wir hier. Wir gucken uns gleich auch unser System an. Wir gucken uns aber erstmal an, wo wir denn hier liegen in dieser riesigen Galaxis. Aha, hier. Ich sage jetzt mal so ein bisschen am unteren Ende. Wobei das mit oben und unten ja so eine Sache ist. Okay, wo fangen wir an? Wir fangen an, indem wir uns erstmal unser System angucken. Ich sage gleich vorweg, ich werde mich hier sehr stark einlassen auf diese Welt, auch auf diese toll geschriebenen Hintergrundtexte zu Planeten, zu, keine Ahnung, Forschung, zu Gebäuden und sowas alles. Die werde ich, wenn wir sie das erste Mal treffen, auch alle vorlesen. Ich habe da sehr große Freude an, nur dass ihr jetzt nicht ungeduldig werdet. Wenn doch, dann trinkt einen Baldrian Tee oder sowas. So, das gehört für mich dazu. Also, jetzt gucken wir mal. Das ist unser Startpunkt. Und die Rissgeborenen starten immer auf einem Planeten namens Vorhut. Und der ist nochmal gesondert beschrieben. Den gucken wir uns nochmal an. Bei ihrer Ankunft in der Galaxie ließen sich die Rissgeborenen auf einer schneebedeckten Welt nieder, die sie den Namen Vorhut gaben. Sie mögen den Planeten ebenso wenig wie alles andere, was sie in diesem Universum vorfinden, aber seine unberührten Schneefelder erinnern sie an ihr Heimatuniversum Koros. Der Planet mag für die Rissgeborenen keine Heimat sein, aber er ist der Starthafen für weitere Erkundungen und ein Ort, den sie mit Ordnung und Energie erfüllen. Okay, Ordnung und Energie, das sind ja schon mal 2 interessante Themen, an die wir uns orientieren werden. Gleich vorweg auch nochmal, ich werde natürlich hier, soweit es geht, auch durchaus rollenspielerisch das Ganze betreiben. Soweit es geht. Nicht, das kann man, glaube ich, nicht auch richtig auf die Spitze treiben in diesem Spiel. Aber es ist klar, welche Fraktion wir spielen, dass wir sozusagen durchaus das im Hinterkopf haben. Und vielleicht nicht immer super rational entscheiden, sondern auch unsere Hintergrundgeschichte mit im Blick haben. So, jetzt ist ganz wichtig, dass wir uns mal über unsere Rissgeborenen wirklich mal unterhalten. Was sind ihre Besonderheiten, ihre Stärken? Was hat das für Konsequenzen? Also, die Rissgeborenen sind intelligente Wesen aus einem anderen Universum, in dem sie wie selbstverständlich die vierte Dimension Zeit beherrschen. Das Wichtige ist, die Bevölkerung muss nicht
Also sie muss gebaut werden. Sie wächst nicht normal. Das heißt, Nahrung ist zumindest für die Rissgeborenen ein völlig irrelevantes Thema hier. Das ist nachher für die Kleinfraktionen relevant. Die wachsen so, aber wir nicht. Wir müssen tatsächlich gebaut werden. Hier als Bauprojekt. Das klingt erstmal wie ein Nachteil, ist aber eigentlich ein Riesenvorteil, nämlich bei der Expansion im Weltraum. Denn das bedeutet, dass wir sehr schnell eigentlich Außenposten stellen können oder Kolonien, weil, also beziehungsweise dann auch immer weitergehen können, weil die neuen Kolonien in Außenposten, die sind nicht abhängig von Nahrungslieferungen aus den Hauptwelten. Das ist nämlich der normale Weg, da die sich am Anfang nicht selbst ernähren können, wird Nahrung abgezogen und das bedeutet, dass sich die Hauptwelten nicht weiterentwickeln und das ist halt bei uns nicht der Fall. Das ermöglicht uns ein ziemlich großräumiges Spiel, wenn wir es drauf anlegen. Gut, gucken wir nochmal weiter auf die Rissgeborenen. Dann haben sie sind fantastisch eigentlich, was ihre Fähigkeiten betrifft. Hier plus 5 das, plus 5 Forschung, plus 5 Industrie. Das ist der Hammer. Ich glaube, es gibt keine Fraktion, die diese Effekte hat. Ja, das ist einfach großartig und insofern sollten wir zusehen, dass wir ja möglichst viele, viele Rissgeborene dann auch produzieren, um hier diese Stärke ausnutzen zu können. Sie haben natürlich auch noch ein paar Schwächen, dazu kommen wir dann später noch, aber das vielleicht erstmal grundsätzlich. Dann sei auf diese ersten Zeitmanipulationen hingewiesen, die wir haben können. Die komprimierte Singularität und die Dilatationssingularität. Letztere schadet eher, das können wir bei Feinden machen. Diese nutzt uns und die sollten wir auch so schnell wie möglich dann auch nutzen. Die kostet allerdings strategische Ressourcen, hier nämlich 20 von den Titanvorkommen. Die müssen wir, die haben wir auf unserem Vorhutplaneten, ganz wenig, aber wir haben sie. Aber das müssen wir technologisch noch freischalten, dass wir das nutzen können. Ja, das ist insofern auch wichtig, deswegen starten wir direkt auch gleich mal mit dieser Entscheidung und werden Xenolinguistik erforschen. Gar nicht so sehr wegen der xenoindustriellen Infrastruktur, die uns nicht unbedingt viel bringt, weil wir fruchtbare und gemäßigte Planeten gar nicht so sehr schätzen, aber vor allem eben wegen dieser Titanraffinerie. Deswegen werde ich die gleich einlocken. Was wir später machen, überlegen wir uns dann. Okay, jetzt konzentrieren wir uns nochmal weiter hier auf unser System und gucken uns erstmal an, wie das aussieht. Also hier auf der Vorhut haben wir viel Forschung, relativ wenig Industrie und ja, Nahrung ist jetzt für uns nicht relevant, aber für diese kleine Fraktion, die wir hier haben, die braucht Nahrung offenbar, ne? Auch wenn sie selbst mechanisch aussehen, aber sie wachsen, ja genau, mit Nahrung. Das melancholische Volk der mechanischen Epistis ist vor kurzem auf die Reise zu den Sternensystemen aufgebrochen. Die sind also hier auch auf dem Planeten. Die haben den Vorteil, die bringen ein bisschen Industrie und erzeugen viel Nahrung auf sterilen Planeten. Wir haben hier einen sterilen Planeten, den wir auch kolonisieren können, einen arktischen, der ist sehr schön. Wir haben einen toxischen Planeten, auch interessant. Allerdings gemäßigt, kalt mögen wir lieber, egal, auch steril. Und hier ist ein schrecklicher, bewaldeter, fruchtbarer Planet, der allerdings sehr, sehr groß ist. So, aber wir haben schon zwei Planeten, die theoretisch kolonisierbar sind. Das müssen wir uns dann mal später überlegen, wo wir hingehen. Wir haben hier ein bisschen das Problem, dass wir sehr wenig in unserem System, das ist jetzt ein kleiner Start, Nachteil schon mal, sehr wenig Industrie haben. Also wenn, dann werde ich vermutlich als nächstes, also den zuerst nehmen, weil da wenigstens ein bisschen Industrie ist. Ich weiß es nicht. Naja, müssen wir mal gucken. Das ist jetzt nicht die vordringlichste Aufgabe. Aber wir haben jetzt erstmal unser System gesehen. Was gibt es hier eigentlich noch? Geothermische Aktivität. Eine gemischte Anomalie. Angesichts der konstant pulsierenden Lavagräben und ausgedehnten Netzwerke aus kleineren Vulkanen gibt es zwei Dinge, die in Bezug auf diesen Planeten glasklar sind. Erstens, Industrie kann kostengünstig und effizient mit Energie versorgt werden. Und zweitens, die Bewohner müssen darauf achten, wo sie hintreten. Gut. Ja, bringt nochmal plus 1 Industrie. Das ist gar nicht so schlecht. Also ich denke mal, Polaris 2 wird der nächste sein. Aber das ist jetzt nicht das große erste Thema, was wir hier bauen werden. Als erstes werden wir mal hier unseren Helden als Gouverneur etablieren. Den werde ich nicht aussenden. Warum nicht? Weil
Wir nehmen ihn erstmal, weil wir möglichst bald hier auch unsere komprimierte Singularität auf unser System anwenden. Und die hat unter anderem den großen Vorteil, plus 100% Erfahrung auf Helden. Das heißt, wenn er hier bleibt, kann er extrem davon profitieren und wird sehr, sehr schnell aufsteigen. Insofern macht es für mich keinen Sinn, mit ihm jetzt unterwegs zu sein. Das ist ganz wichtig. Okay, das haben wir getan. So, jetzt gucke ich mal, womit wir eigentlich hier durchstarten. Wollen wir gleich einen weiteren bauen? Das kostet 6 Runden. Die zerebrale Realität kostet 4 Runden, bringt uns Forschung. Und das ist vielleicht nicht so entscheidend. Drohnennetzwerke bringt plus 10. 4 Runden kostet aber auch laufend was. Das ist ganz interessant hierfür, weil wir pro Vorkommen für strategische Ressourcen was bekommen. Und hier haben wir 2. Und öffentlich-private Partnerschaften sind jetzt nicht relevant, fruchtbar gemäßigt haben wir nicht. Ich würde sagen, wir starten tatsächlich gleich mit dem Bau eines weiteren Rissgeborenen. 6 Runden ist, denke ich, okay. Wobei wir hier schon in die Überbevölkerung kommen, aber das ist nicht so ein Thema. Nur gucken. Gut, das ist das Erste. Das Nächste ist, was wir uns überlegen müssen, was machen wir jetzt mit unseren Schiffen? Wir haben 2 Schiffe. Ein Forschungsschiff und ein Kolonieschiff. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine ungewöhnliche Geschichte, die ich jetzt vorhabe. Wir gehen mal in unser Kolonieschiff rein. So, das Problem unserer Rissgeborenen ist, dass sie langsam sind. Sie haben da als Fraktion einen Malus. Und dementsprechend würde ich gerne das Kolonieschiff ein bisschen aufpimpen und vielleicht noch ein weiteres Antriebsmodul da reinbauen, dass wir schneller unterwegs sind. So. Ja, dadurch können wir 8 Reichweite erzielen. Ich habe nämlich was Folgendes vor. Ich will nicht einfach beliebig jetzt das nächste oder das übernächste Nachbarsystem kolonisieren, sondern wir werden auch hier, das hat übrigens auch Geld gekostet, muss man ein bisschen aufpassen. Wir werden hier, die Anpassung kostet Geld, 60, ja, machen wir trotzdem. Okay, Geist 2, 8 Bewegungspunkte. Wir werden mit diesem Kolonieschiff ein bisschen erkunden auch. Wir werden noch nicht sofort die erstbeste Kolonie kolonisieren, denn wir haben ja auch ein Ziel. Wir wollen eigentlich, weiß ich auch nicht, wir wollen irgendwie eine Lösung für unser Problem finden. Ne? Eigentlich wollen wir zurück. Und das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt hier uns sofort breit machen, sondern wir wollen Antworten finden. Insofern finde ich das konsequent, dass wir auch unser Kolonieschiff ein bisschen zum Erkunden nutzen werden. Wir haben jetzt unser Schattenschiff, unser Erkunder. Und hier muss ich mal gucken. Ich würde gerne hier noch ein zweites Sonnenmodul reinbauen. Aufwertung 60. Müssten wir uns eigentlich auch leisten können. Ich glaube, wenn wir im Kampf kommen, werden wir sowieso mit dem Ding fliehen. Deswegen ist das nicht so entscheidend. Ich bin am Überlegen. Defensivsysteme können wir eh nicht haben. Nö, im Prinzip ist das jetzt auch voll, ne? Oder? Was war hier? Wir könnten noch ein Angriffssystem rein. Aber das macht für mich keinen Sinn, jetzt hier noch ein Angriffssystem reinzunehmen. Wir werden das Design auch anwenden. Okay. Und werden dann den Aufklärer auch upgraden. So, gut. Der kann jetzt 4 Sonden haben. Und jetzt geht's ans Überlegen, in welche Richtung wir was machen jetzt eigentlich. Also, es gibt jetzt im Moment nur 2 Richtungen. Wir möchten so viel wie möglich sehen. Dann schicken wir mal... Wir machen mal Folgendes. Wir fliegen mit dem Aufklärer in diese Richtung. Wir schicken unsere Sonden. Achso, ist die Frage, wollen wir gleich im Heimatsystem irgendeine Anomalie erkunden? Oder sind die Sonden jetzt wichtiger? Hier haben wir eine Kuriosität, meine ich nicht. Anomalie. Ja, komm, hauen wir die mal raus. Polaris 2 ist ja sowieso interessant. Da ist wichtig zu wissen, was da noch möglicherweise sein könnte. Deswegen werden wir das mal erkunden. So. Die Expedition war erfolgreich. Wir haben Antonov-Ringe gefunden.
eine positive Anomalie. Diese dichten Ringe aus beigefarbenen und braunen Asteroiden mit unregelmäßigen Orbits sind faszinierend für Touristen und nicht minder interessant für wissenschaftliche Studien. Bringt also Geld noch mehr und Forschung rein. Gut, das macht den Planeten natürlich besonders interessant. Und was ist hier? Wir haben Swali gefunden, Bevölkerung. Die neugierigen und technikaffinen Swali sind ein selbstständiges Volk, das sein Vertrauen in die Wissenschaft setzt. Okay. Sie erzeugen sehr viel Forschung, wenn sie glücklich sind. Und erzeugen selbst auch Zustimmung. Interessant. Okay, also das macht dieses System noch interessanter, wie ich finde. Ja. Ich glaube, das ist hier gleich dazu gerechnet worden. Plus 2, genau. Das sieht man gleich in der Anzeige. Vorher war es 8. Okay, also das werden wir über kurz oder lang kolonisieren. Das ist klar. Gut, dann fahren wir aber jetzt... Nee, dann schicken wir jetzt noch eine Sonde ab. Und zwar mal in diese Richtung. Und dann fahren wir... Warte mal, ich bin doch hier Schatten... Ja, genau. Wir fliegen dann in diese Richtung und erkunden mal Dinge. Ach, was mache ich hier? Und er kann erkunden mal diesen Weg. Okay, da sehen wir erstmal noch nichts. Und mit unserem Geist geht es in diese Richtung. Mehr direkte Wege haben wir auch noch gar nicht hier. Und diese 8 Bewegungspunkte, die zeigen sich hier auch schon mal. Ah, wir sehen... Natürlich, oh, schaut mal, der Aufklärer hat natürlich eine deutlich weitere Sichtweite als das Kolonieschiff. Aber das ist jetzt gar nicht so entscheidend. Wir müssen sowieso noch mehr Sonden lossenden. Okay, gut. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir noch ein zweites Erkundungsschiff gleich bauen oder wie da die Reihenfolge ist. Aber wir lassen es erstmal dabei. Forschung haben wir ausgewählt. Ja, den Senat müssen wir uns nochmal angucken. Wir sind vor allem eine industrielle Fraktion. Das schauen wir uns vielleicht nochmal an. Die politische Partei. Also auch, weil es sowas gibt, gehe ich mal davon aus, dass es auch individuell Rissgeborene gibt, die auch unterschiedlich politisch ticken. Wobei die Ökologen kommen, glaube ich, von unserer zweiten Fraktion her. Ne? Ich weiß gar nicht. Müssen wir uns nochmal angucken, wer wie tickt. Oder das können wir uns auch hier angucken. Nee. Können wir uns... Doch, die Epistes sind, glaube ich, die Ökologen. Ja, genau. Daher kommt das. Okay, gut. Aber wir gucken uns das mal an, die Industriellen. Die Industriellen glauben, dass Fortschritt Stück für Stück und System für System erfolgt. Hunger, Umweltverschmutzung und Bildungsmangel sind Probleme, die man durch bessere Fabriken, Technologien und Schulen bekämpfen kann. Kurz gesagt, fortschrittliche Gesellschaften können sich ihre Probleme einfach wegbauen. So, wir wollen auch die Industriellen auf jeden Fall weiter hier als größte politische Partei haben. Das wird, glaube ich, auch kein Problem sein, weil es, glaube ich, mehr Rissgeborene geben wird als alle andere. Hier in unserem Bereich. Wir haben Dust Dragon als Gesetz, das ist festgelegt. Das schauen wir uns auch nochmal an, was das bedeutet eigentlich, Dust Dragon. Erbauer haben, nicht ganz so unrecht, nicht immer den besten Ruf hinsichtlich der Fertigstellung von Projekten innerhalb eines vorbestimmten Zeitrahmens und Budgets. Die Verlockung, das Projekt unnötig in die Länge zu ziehen, kann insbesondere bei großen öffentlichen Aufträgen, die von der Regierung finanziert werden, überwältigend sein. Oh Mensch, ist das möglicherweise ein aktueller Bezug auf manche Großprojekte? Naja, dieses Gesetz trägt jedoch möglicherweise dazu bei, dieses Problem aus der Welt zu schaffen, indem es attraktive Dust-Boni bei Abschluss eines Projekts in Aussicht stellt. Oh, schaut mal, das ist eine tolle Lösungsidee für aktuelle Probleme. Bonuszahlungen an die Verantwortlichen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß auch nicht, ob es beliebt ist, aber hier funktioniert es. Effekt ist, 50% der Industrie, die für den Bau von Systemverbesserungen ausgegeben werden, wird am Ende in Dust umgewandelt. Gut, das ist automatisch in Kraft, weil die Industriellen führen. Wir können aber weitere Gesetze erlassen. Steuererhöhung finde ich jetzt nicht so toll. Minus 20 Zustimmung auf Systeme, das lassen wir erstmal. Spielzeugerlass. Minus 10% Industrie will ich auch nicht haben. Brückenkopf kostet uns allerdings, ja, das ist so eine Sache, ne? Das kostet Einfluss. Wir bekommen im Moment 7. Ich glaube, mit dem zweiten Gesetz, ich weiß nicht, lassen wir das? Oder ist das im Moment mit der Zufriedenheit noch kein Problem? Können wir erstmal die Steuern raufhauen? Gute Frage. Also wir haben, oh, schaut mal. Ach,
die Fraktion, die war direkt bei uns, die ist zu uns gekommen, die ist zu uns geflohen, deswegen haben wir schon jetzt eine Überbevölkerung. Okay, damit sind wir schon jetzt hier eher in Richtung Unzufriedenheit. Nee, das ist nicht so schön. Dann werden wir, glaube ich, dieses Ding, die Steuererhöhung nicht machen. Okay. Gut. Dann Brückenkopf aus dem Posten. Nee, wir machen dann kein zweites Gesetz im Moment. So, Leute. Wir haben Zugriff auf Superknollen. Die haben wir entdeckt. Ich weiß gar nicht, wo haben wir die denn entdeckt? Superknollen. Das schauen wir uns auch noch an. Hochmodifizierte Knollen, die eine fast unzerstörbare Nahrungsquelle darstellen und von dem Endless-Wissenschaftler Vardaron perfektioniert wurden. Gut. Die haben bestimmte Effekte bei Systemverbesserung. Dazu kommen wir später noch. Aber wieso habe ich die entdeckt? Wo, wie, was, wie? Wer hat denn diese Knollen? Die sind vermutlich... Aha, ich glaube, ich weiß, warum ich die entdeckt habe. Weil die quasi die bevorzugte Luxusressource der Svali sind. Wenn wir die nämlich unterstützen wollen, dann müssen wir diese Luxusressourcen ausgeben. Damit könnten wir beeinflussen, dass sie hier wachsen. Aber im Moment wächst hier gar nichts, weil wir schon überbevölkert sind. Also ist das nicht das große Thema. Okay. Jo, Leute, ich würde mal sagen, wir beenden einfach mal unseren Zug. Und schauen dann mal, was passieren wird. Ja, unsere Sonde fliegt in den Raum und mehr passiert nicht. Und damit werden wir auch erstmal diese erste Folge, diesen Einstieg beenden. Wir sind erstmal froh, in Polaris irgendwie ein neues Leben begonnen zu haben und machen dann weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinballen.